Hallo, mein Name ist Nico und heute gibt's für euch ein neues Video und zwar ein Q&A. Das ist ein kleines Late-Night-Video. Es ist gerade 10 Uhr nachts abends am Samstag. Am Sonntag kommt das Video. Ich mache heute definitiv eine Nachtschicht. Ich bin heute den ganzen Tag nicht zum Video drin gekommen. Es war echt stressig heute und jetzt dachte ich mir so, fuck, Alter, morgen ist Sonntag, morgen muss ein Video kommen. Deswegen sitze ich hier. Und zwar habe ich euch vor ein paar Tagen, Wochen auf Instagram gefragt, ob ihr mir mal ein paar Fragen stellen könnt. Und mit unter der Bedingung, ich beantworte alle Fragen, die ihr gestellt habt. Das habt ihr auch fleißig getan. Und ich habe jetzt mir mal die Freiheit genommen, 118 Fragen aufzuschreiben und in dieses Glas zu füllen. Und ich werde jetzt peu à peu so in einem, zwei, drei, vier, fünf Q&As beantworten. So ein Video hat so 10 bis 15 Fragen, beinhaltet eben tun, Deutsch heute gut. Und ich würde sagen, damit hier nicht das unfair zuläuft, werde ich jetzt hier mal eine Frage rausziehen und die beantworten, weil ich euch versprochen habe, dass ich alle beantworten werde. Das sind echt ein paar sehr spezielle Fragen dabei, aber YOLO. Ich würde sagen, wir legen los. Tattoos oder Piercing? Oder doch gar nichts? Und hast du vor, dir was machen zu lassen? Von... ja, es ist live. Jessie ist live oder so. Also, ich bin eher der Tattoo-Mensch. Ich werde in einem halben Jahr 18. Heißt, an meinem 18. Ich habe schon voll den Traum, Leute. An meinem 18. Geburtstag steige ich in mein eigenes Auto, fahre zum Tätowierer und lasse mir hierhin eine Gitarre tätowieren. Hierhin kommt eine Gitarre und vielleicht noch hier aufs Schlüsselbein irgendein Tattoo. Bin mir noch nicht sicher, weil Gitarre, Musik ist so ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben und wird mich immer begleiten. Ich spiele jeden Tag Gitarre seit 14 Jahren und ich denke mal, das wird sich so schnell nicht ändern. Deswegen kommt hierhin eine Gitarre, die eben sich zu einer Feder auflöst und so Federschnipsel. Das sieht richtig geil aus. Ich hab das schon voll beim Kopf, Alter. Das wird gut. Am 18. Geburtstag kommt hier ein Tattoo hin. Piercing, ich wollte mir mal so ein Augenring-Piercing hier machen lassen. Wurde mir auch von außen empfohlen, das nicht zu machen, weil das nicht ständig gut aussieht. Ich bin immer noch voll dafür, aber ich glaube, das tut scheiße weh. Und wenn es sich gut ausschaut, habe ich mir die Schmerzen umsonst zufügen lassen. Oh Gott, so viele gleich. Okay, ich nehme eins. Was passiert, wenn man sich zweimal halb tot gelacht hat? Von Sunnybooks. Das ist eine gute Frage. Man hat sich tot gelacht. Ich glaube, halb und halb gibt ganz. Man hat sich einfach tot gelacht. Ich habe eine Freundin, jetzt ohne Scheiß, mit dem Sixpack des Todes. Ich frage sie so, hey, gehst du trainieren? Nee, ich lache einfach so viel. Und ich dachte mir so, Alter, wie unfair ist bitte die Welt? Die lacht einfach, die lacht irgendwie immer gefühlt. Also, das stimmt wirklich. Und hat einfach vom Lachen ein Sixpack bekommen. Also, warum kann man sich nicht auch tot lachen? Oh, nicht rausfallen. Okay, alles gut. Wenn dein Leben eine TV-Serie wäre, wie würde sie heißen und welcher Schauspieler würde sich spielen? Von Slayer M99. Oh Gott, bin voll dunkel, Alter. Was soll die Scheiße? Ich glaube, sie würde... wie würde sie heißen, Alter? Nico? Nee, keine Ahnung, wie würde die heißen? Ich glaube, sie würde Nico heißen. Nico mit Ausrufezeichen, also Nico Ausrufezeichen und da vielleicht als Slogan sowas wie Karma's a Bitch? Keine Ahnung. Nico Ausrufezeichen, Karma's a Bitch. Das wäre, glaube ich, eine geile Serie. Ich glaube, mich würde spielen, wer würde mich spielen, Alter. Also vom Aussehen her wurde mir schon sehr oft gesagt, dass ich sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Typ aus Maze Runner habe. Dieser Typ, der wie ein Baby aussieht und schon 21 ist oder so. Der Typ auf jeden Fall würde mich, glaube ich, spielen. Ich habe mir mal ein Foto eingeblendet, der würde mich, glaube ich, spielen. Alter, Lampe, du bist echt scheiße. Ich bin immer voll im Schatten, merkst du es nicht? Was hast du als letztes gegessen und wie hat das geschmeckt? Von Annalise 3030. Als letztes war ein Milka-Kuchen. Das ist ein Kuchen bestehend aus einem Biskuitboden, einer Bananenschicht und einer Schokoladenschicht obendrauf aus Milka-Schokolade. Hat echt geil geschmeckt. Welche Bücher haben dich am meisten zum Nachdenken gebracht? Von Moonshine Melody. Ich bin am Abend echt nicht mehr zu gebrauchen, merke ich gerade so, Alter. Ich glaube zum Nachdenken am meisten Wonder. Und ein ganzes halbes Jahr, weil es mir so gezeigt hat, dass eigentlich nichts selbstverständlich ist. Nicht mal irgendwie leben. Also es ist eigentlich am wenigsten selbstverständlich zu leben, also von dem her. Und dass so schnell für dich eigentlich dein Leben vorbei sein kann durch einen Unfall. Das fand ich schon, das hat mir echt mal so vor Augen geführt, dass man eigentlich jeden Tag sterben kann. Klar, es ist irgendwie logisch, also sterben im Sinne von Leben vorbei, am Arsch, jetzt Bescheid. Ich meine, es ist ja auch klar, dass du immer essen musst, aber wenn du dann so Stories hörst von Magersüchtigen oder so, wird dir das nochmal viel klarer. Und sowas eben bei ein ganz halbes Jahr, was mir einfach gezeigt hat, dass das Leben echt schnell vorbei sein kann, zumindest die Freude des Lebens. Und das fand ich schon extrem krass. Welches Instrument spielst du? Also, ich spiele seit 14 Jahren Gitarre, wie gesagt, und... ich glaube, es wird langsam Zeit, mal was vorzuspielen. Ich wurde echt, also ich werde irgendwie in jedem Hangout gefragt und auf Instagram und damit hier mal Ruhe herrscht, werde ich jetzt hier mal live, also live irgendwie für euch was vorspielen. Wenn es scheiße ist, ich hab's euch gesagt, also weißt du Bescheid. Kann es leider nur nicht zeigen, weil die Gitarre ist hier unten, aber ihr könnt ja zuhören, also ist klar, du. Try to tear me down.
down. I'll be rising from the ground like a skyscraper. Like a skyscraper. So, bitte kein Hate. Machst du viel Sport? Wenn ja, welchen? Von mir 2002. Ich habe früher, so vor einem halben Jahr, sehr viel Sport gemacht. Ich war im Fitnessstudio, war joggen und überall sowieso. Aber ich bin jetzt auf dem Gymnasium und ich bin echt froh, wenn ich von der Schule nach Hause komme und einfach ins Bett liegen kann. Ich fühle mich aber echt zurzeit echt verdammt schlapp. Und also wenn man ins Fitnessstudio geht, finde ich zumindest, dann braucht man das irgendwann. Weil man sich denkt, fuck, wenn ich jetzt nicht trainieren gehe, bleibe ich irgendwie auf der Strecke, keine Ahnung. Und jetzt, wo ich nicht mehr trainieren gehe, ist es irgendwie so, keine Ahnung, ist einfach, mir fehlt irgendwas. Man kann es, körperlich fehlt mir irgendwas. Und ich weiß, ich sollte wieder mehr trainieren gehen, aber die Zeit fehlt einfach so ungemein. Das kann man sich echt nicht vorstellen, wie die Zeit einfach da wegrast an einem Tag. Mein Tag bräuchte echt 1000 Millionen 80 Trilliarden Stunden. Aber ich versuche jetzt wirklich wieder trainieren zu gehen. Also ich denke mal, die Frage so irgendwie beantwortet. Ich war vor einem Jahr, halben Jahr echt wirklich fit. Ja. Wie viele Toiletten gibt es in deinem Haus? Von Sunnybooks. Geile Frage zum Abschluss, du? 2. Also, wir haben ein eigenes Haus mit 4 Mietswohnungen. In einer wohnen wir eben. In unserer Wohnung gibt es 2. Insgesamt gibt's 8. Also, da hat man schon mal Platz, wenn man gerade aufs Klo muss. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, das gefällt euch irgendwie, dass ich die Fragen so aussuche, weil ich tue mir echt immer schwer mit Fragen raussuchen, weil die immer alle so cool sind irgendwie. Also, bis auf die Klo-Fragen natürlich. Aber danke auf jeden Fall für die vielen, vielen Fragen. Schreibt mir ruhig weitere Fragen, damit das Glas nie leer wird oder die Tasse eben. Und dann würde ich sagen, schreibt mir gerne mal eure Antwort zu den Fragen in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, was ihr so geantwortet hättet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.